Servus Leute, hier ist wieder Boompower und herzlich willkommen zu diesem Abschlussvideo vom Jahr 2017 auf meinem Kanal. Ich persönlich liebe Zahlen, Statistiken und Diagramme, weil sie dann doch für sich alleine im richtigen Kontext sehr viel aussagen können. Und deswegen nehme ich euch heute mit in die Welt der Analytics meines Kanals. Habe ich, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schon mal gemacht habe. Aber man kann ja zum Glück einstellen vom Datum her, wie ihr hier sehen könnt, über das komplette Jahr. Dementsprechend kann man das als eine Art Jahresrückblick bezeichnen. Denn, ja, YouTube zeigt ja doch relativ viel, was ihr da auf meinem Kanal so macht. Unter anderem Punkt Nummer 1, die Wiedergabezeit. Die Wiedergabezeit ist ein Indikator, ja, der sagt jetzt nicht allzu viel alleine aus. Er ist mehr so ein Wert, wo man sagen kann, er zeigt dem Video-Creator, was die Zuschauer eigentlich einem zurückgeben. Und zwar die Zeit. Denn wenn wir den Taschenrechner parallel öffnen und dann mal den Betrag 214.924 eingeben, das ist ja die Wiedergabezeit in Minuten, das Ganze auf Stunden hochrechnen, dann haben wir bereits 3582 Stunden. Das Ganze auf einen Tag hochgerechnet sind aufgerundet 150 Tage. Und wenn man das jetzt noch durch 30 nimmt, so die durchschnittliche Anzahl an Tagen pro Monat, dann sind wir bei aufgerundet 5 Monaten, die eine Person durchgängig meine kompletten Videos angeschaut hat. Das ist natürlich nicht der Fall. Es haben unglaublich viele verschiedene Leute meine Videos angeguckt und darüber bin ich auch auf jeden Fall sehr froh. Der nächste Wert ist schon ein wenig aussagekräftiger, die durchschnittliche Wiedergabedauer. 5 Minuten 45 ist jetzt nicht besonders viel. Es ist eine durchschnittlicher Prozentsatz der Wiedergabe von einem Viertel. Ja, das ist aber, soweit ich mich da mal informiert habe, doch ein Let's Player-Problem, denn wir bringen relativ viel, relativ ähnlichen Content und dementsprechend sind die Wiedergabezeiten vor allem in den Folgeparts, und es sind halt dann schon sehr viele Folgeparts teilweise, nicht besonders hoch. Woran es liegt, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube halt einfach, ich kann nicht die Abwechslung bieten, die Leute in darauffolgenden Parts sehen wollen. Und es ist auch nicht so, als ob ich es nicht verstehen könnte, wirklich. Also, wenn man halt mal eine langweilige Szene gerade hat, schaltet man das Video halt entweder komplett ab oder skippt halt mal 5 Minuten und dann hat man halt in der Regel so ein Drittel des Videos einfach mal übersprungen, was nicht gesehen wurde, wird dann hier erfasst und naja. Der nächste Punkt sind die Aufrufe. Aufrufe und Abonnentenzahlen sind ja das, woran wir YouTuber gemessen werden. An Aufrufen kann ich 2017 37.000 bieten. Wenn wir hier oben jetzt mal den Filter einschalten und sagen, okay, ich möchte mal meine Abonnenten rauslassen, dass ich nur Nutzer habe, die ohne Abos meine Videos geguckt haben, also Laufkundschaft so ungefähr, dann sieht man, dass es gerade mal rund 8.000 weniger sind. Das heißt, nur 8.000 machen meine Abonnenten aus. Das ist nicht besonders viel, wenn man so mal überlegt. Klar, wenn man bedenkt, dass ich gerade mal 423 irgendwie sowas an Abonnenten zum aktuellen Zeitpunkt habe, ist es viel. Aber gemessen an den Aufrufen, die ich sonst habe, ist es nicht besonders viel. Man kann auch sehen, dass meine Abonnenten im Vergleich zum Vorjahr nicht so lange dabei bleiben. Wie gesagt, kann ich verstehen. Es sind, wenn man da mal so ein bisschen durchklickt, das sind ganz interessante Zahlen. Ich möchte aber euch einfach nicht zu viel zeigen, weil es ist so ein bisschen, ja, meine Geheimwaffe. Weshalb ihr zum Beispiel den geschätzten Umsatz schon permanent in weiß seht, dass da nichts drin ist. Bei mir steht da eine Zahl. Diese ist nur so unterirdisch niedrig, dass sie nicht zeigens- oder erwähnenswert ist. Ja, und dann haben wir noch aufgelistet ein paar ganz nette Punkte, wie die Like- und Dislike-Rate, also die mag ich und mag ich nicht Bewertungen. Die sind gestiegen, also wir können auch nochmal ganz kurz hochscrollen. Wir sehen hier,
dass wir ein Plus von 11% zum Beispiel in der Wiedergabedauer haben, ein Plus von 6% in der Watchtime-Bindung, ein Plus von aufgerundet 5% an Aufrufen. Was die Like- und Dislike-Rate betrifft, haben wir ein Plus von 25% an Likes. Das ist viel. Leider halt auch die Dislike-Rate. Die Dislike-Rate, das ist immer so ein Phänomen, weil man nicht genau weiß, besonders als Kleiner, woher es kommt. Ich habe mal ein bisschen geguckt und ich habe ein paar Vermutungen, woran es liegen könnte. Punkt Nummer 1 ist, weil den Leuten das Video wirklich nicht gefällt. Ist aber tatsächlich sehr selten der Fall. Punkt Nummer 2 sind Trolls. Ob das jetzt Dislike-Bots sind oder weil sie einfach sagen, Dislike finde ich jetzt witzig. Das kann ich nicht, ja, das kann ich irgendwie nicht herauslesen oder so. Und ja, häufig ist es einfach, weil ich nichts gebracht habe. Kann ich verstehen, bringt nur dem, das Video kann nur nichts dafür. Da müsste so ein Kanal-Dislike einfach geben, so, nee, hallo, da, ich will wieder Videos. So ungefähr. Kommentare habt ihr 2017 auch sehr fleißig geschrieben, also 410 Kommentare bei knapp über 400 Abonnenten, das heißt, so gut wie jeder Abonnent hat einmal was geschrieben, ist schon krass. Man sieht ja auch hier ein Plus von 30%. Ich hoffe wirklich, dass das so, ja, dass das so bleibt. Ich freue mich darüber, es immer wieder zu lesen, auch wenn ich dieses Jahr gemerkt habe, auch ich habe die normalen Probleme, die ein jeder YouTuber hat. Was ich anspreche, ist halt einfach Leute, die entweder nicht zuhören oder die es gar nicht besser wissen können, weil sie einfach irgendwann mittendrin eingestiegen sind und dann so, oh, ja, okay, habe ich nicht verstanden und so. Kommt leider immer wieder vor, muss man halt mit leben. Die geteilten Inhalte sind weniger geworden, okay, gut, ist in Ordnung. Ich glaube, das ist so die Teilen-Funktion, die ist ja auf YouTube nie wirklich so gigantisch groß gewesen, deswegen, ja, verkraftbar. Der nächste Punkt finde ich für mich persönlich ganz interessant. Und zwar habe ich tatsächlich 33% weniger Videos hochgeladen als vorher, denn ich tue fast jedes Video in eine Playlist rein und deswegen kann man sagen, dass das so ungefähr die Upload-Rate ist, dass ich ungefähr 324 Videos hochgeladen habe. Das ist viel für mich, aber dass es weniger als im Vorjahr ist, finde ich krass. Habt ihr Videos vermisst dieses Jahr? Könnt ihr mir sehr gerne unten reinschreiben, weil zu den Projekten kommen wir abschließend noch ganz kurz. Wir hatten ein Plus von 11% bei den Abonnenten. Wir haben jetzt 100, knapp 100 Abonnenten zu bekommen. Das ist genial. Also wirklich. Ja, als finales Ziel für den Kanal, für kommendes Jahr dann sogar, könnte man sagen, so die 500 Abonnenten zu knacken, das wäre auf jeden Fall noch so eine geile Zahl. Die 1000, ja. Das liegt in so weiter Ferne, darüber möchte ich mir vorerst mal keine Gedanken machen. Ja, und wie ich ja noch gerade gesagt habe, kurz mit den Projekten. Man sieht hier die Top 10 Videos, die dieses Jahr geklickt worden sind. Habe ich hier nach Aufrufen mal getrackt. Ihr seht auch hier so Umsatzzahlen und so, das ist für mich relativ uninteressant. Dass wir vor allem erste Folgen, wie man hier sehen kann, und Empire Total War Projekte. Gelegentlich schleicht sich auch mal ein Anno-Add-on dazu oder mein starker Gaming-PC und mein neues Setup und so weiter und so fort. Man sieht schon ganz klar, wo mein Kanal hin tendiert und dementsprechend klickt ihr auch. Dieses Video zum Beispiel ist dieses Jahr erschienen, beziehungsweise ist es letztes Jahr erschienen. Oh Gott, ist das schon wieder so lange her. Heilige Makrele. Und trotzdem wurde es dieses Jahr noch so häufig geklickt. Also wie ihr sehen könnt, das ist 2013 erschienen. Das ist 2013 erschienen, das ist 2012 erschienen und es wird heute noch so häufig geklickt. Da seht ihr, meine Aufrufzahlen kommen vor allem auch aus der Vergangenheit. Abschließend vielleicht jetzt wirklich noch so ein paar ganz nette Dinge, so wo kommen meine Zuschauer her? 0,2% aus Japan. Ja, Arigato und so weiter. Geschlecht möchte ich mal nicht draufklicken, dann könntet ihr noch die verschiedenen Altersgruppen sehen. Das mache ich nicht, das behalte ich mir persönlich vor. Was ihr wisst, ihr seid eine sehr männliche Community.
Wiedergabeorte ist relativ uninteressant. Das ist zum Beispiel, wenn man hier sieht, in einer externen Website und Apps eingebettet. Man kann YouTube-Videos auch auf der eigenen Website einbetten. Das geht. Und dann würden die Klicks zum Beispiel da angezeigt werden. Und Zugriffsquellen können wir sehen. Okay, wir haben hier Playlisten, Videovorschläge, sonstige Auswahl. Da sieht man, die meisten Aufrufe kommen von Playlisten. Ihr könnt ja mal sehr gerne unten reinschreiben, wie ihr meine Videos schaut. Anscheinend die meisten von euch, von der Statistik her, über die Playlisten. Diese Statistik kann ich euch einfach nicht zurückhalten, weil ich sie Jahr um Jahr immer wieder sehr interessant finde, dass die Handynutzer tatsächlich auf meinem Kanal mehr sind als die, die jetzt auf dem Computer gucken. Finde ich grundsätzlich einfach interessant so zu wissen, dass danach die Tablets kommen und danach sehr lange nichts. Ich bin einer, der guckt sehr selten YouTube auf dem Handy. Ich habe meinen Chromecast, ich gucke es dann auf dem Fernseher. Das heißt, ich werde entweder hier oder dort dazugehören. Deswegen finde ich es einfach unglaublich interessant und ich weiß halt dadurch auch, dass wenn ich irgendwelche Einblendungen mache, sie auf jeden Fall größer machen sollte. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Ich kann euch jetzt noch abschließend... Wie oft habe ich jetzt schon abgeschlossen dieses Jahr? Sehr häufig. Man sieht, ich bin gerade voll in Fahrt. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen von den letzten Tagen, weil ich über Weihnachten krank war, bla bla. Ich kann euch jetzt abschließend noch ein paar Sachen sagen, die ich für den Kanal kommendes Jahr vorhabe. Und zwar vor allem die Kanalphilosophie weitermachen, und zwar Konstanz. Ich versuche ja wirklich auf dem Kanal eine Art Konstanz zu bieten. Nicht mich jedes Jahr ums Neue zu übertreffen mit neuen Statistiken, Zahlen und geilem Scheiß, was prinzipiell dem Kanal vielleicht sehr gut tun würde, mich aber jedes Jahr neu unter Druck setzt. Druck ist grundsätzlich auch nicht falsch. Das möchte ich an dieser Stelle auch gesagt haben. Unter Druck entstehen Diamanten. Ein häufig genutzter Spruch unter Studenten, wenn man merkt, dass man schon wieder viel zu spät zum Lernen angefangen hat. Nein, worauf ich hinaus will, ist halt einfach genau dieser Aspekt unter Studenten. Ich bin aktuell Student, das heißt, ich habe noch viel Zeit. Aber ich merke, wie die Zeit doch konstant weniger wird. So langsam geht es ins Arbeitsleben hinein, man hat einen Beruf, man hat dann vielleicht auch noch andere Interessen. Und das heißt, selbst wenn man jetzt noch viel Zeit hat, wird sie doch in sehr naher Zukunft recht rar werden. Und ich möchte auf jeden Fall es halten können, dass ich sagen kann, okay, das ist das, was ich wirklich dann auch sehr lange durchziehen kann und durchziehen will. 2018 wird es auf jeden Fall auch ein paar mehr gecuttete Projekte geben. Ich hatte eigentlich schon eins Ende 2017 geplant, bis mir eine gewisse Tonspur, sagen wir mal, mich gefickt hat auf gut Deutsch und 20 Stunden Aufnahmematerial weg waren. Nicht besonders geil, aber was willst du machen? Vielleicht werde ich auch mal irgendwie einen Photoshop-Kurs oder einen Videoschnittkurs besuchen oder es mir selber in gewisser Weise beibringen, dass ich mal mehr Qualität in der Hinsicht bieten kann, solange ich es jetzt noch zeitlich kann. Aber primär, und das steht immer an oberster Stelle auf diesem Kanal, ist euch eine hoffentlich nahezu tägliche oder zumindest sehr häufige, halbwegs gelungene und gute Unterhaltung euch zu liefern. Und mit diesen Worten bedanke ich mich für ein doch sehr gutes Jahr 2017. Und ja, wir sehen uns 2018 wieder. Hoffentlich auch wieder mit mehr gesunden Videos. Und bis dahin, ciao, vielen Dank und bis dahin.